Ja, herzlich willkommen heute zu einem ja, sehr, sehr ernsten Thema, aber auch ein Thema, wo Hoffnung machen soll. Gar nicht jetzt direkt die Lösung verraten oder sowas, denn das gibt es garantiert nicht bei diesem Thema. Aber vielleicht so ja, Tipps und Tricks geben, wohin man gucken kann. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr stark, dass ich heute gemeinsam mit Ilona Klocker über dieses Thema spreche. Leider selbst betroffen war, ihr es jetzt sehr, sehr gut geht und sie am Anfang natürlich im absoluten Schockzustand war und die Frage war, okay, was kann ich machen? Und sie selbst hat sich informiert, hat Bücher gelesen, natürlich viele Ärzte besucht, mit Experten sich ausgetauscht und ist jetzt, ja, man kann eigentlich so sagen, durch die eigene Erfahrung eine Expertin geworden, allgemein im Thema Keto, aber auch Krebs. Und wir werden jetzt nicht nur über Krebs und Keto sprechen, sondern allgemein einfach mal von ihr hören, wie das mit ihrer Geschichte ist. Ich gucke mal, ob ich sie sehe. Aktuell sehe ich sie noch nicht, sonst schicke ich ihr vielleicht direkt eine Anfrage. Aber ich bin auch total gespannt auf eure Fragen, denn das Traurige ist, Ernährung wird tatsächlich sehr, sehr oft mittlerweile empfohlen, auch von Ärzten, die sagen, ja, pass auf, schau dir das Ganze mal an. Und auch oft, ja, wird auch mein Account empfohlen, wenn es ums Thema Krebs geht, wo ich jetzt sage, okay, ich kann dir zeigen, wie du dich ketogen ernährst, aber jetzt von dem gesundheitlichen Thema, sage ich mal so, da gibt es Ärzte, wie zum Beispiel nächsten Montag, 15 Uhr deutsche Zeit, werde ich die liebe Elke interviewen. Ilona war auch schon mit dir live zum Thema. Aber jetzt erstmal willkommen und danke dir, dass du einfach aus eigener Erfahrung berichtest und erzählst. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf an dieser Stelle. Ja, prima. Kann man erstmal so ein kleiner Soundcheck? Kann man mich gut hören? Kann man mich gut sehen? Oder wie ist es? Also ich kann dich sehr, sehr gut hören und ich kann dich auch gut sehen. Ich hoffe, du hörst mich auch gut. Kannst du mich gut Ja, hören? Okay, es passt. sehr Ich kann gut. dich auf jeden Fall gut hören. Ja, schön. Ja, Ilona, ich würde sagen, starten wir gleich mal ins Thema rein. Ja, ich habe dich noch gefragt, gibt es irgendwas, was ich dich nicht fragen soll? Und du hast gesagt, nee, ich habe da überhaupt kein Thema mit. Du kannst mich alles fragen, was du wissen willst. Wahrscheinlich dürfen dich auch, alle anderen fragen. Histamin und Keto auch ein Thema. Ja, vielleicht fangen wir sogar ganz kurz mit diesem Thema an. Ich habe jetzt bei dem Titel für die Ankündigung heute nicht alles reinschreiben können. Aber als ich dich damals kennengelernt habe im Jahr 2019, hattest du eine starke Histaminunverträglichkeit und hast dann so ein bisschen den Weg der Ketose bestritten. Damals noch gar nicht richtig ketogene Ernährung. Die ketogene Ernährung kam dann erst später, beziehungsweise auch dieses komplett zuckerfreie wahrscheinlich. Erzähl doch mal von deiner Histaminunverträglichkeit, was dir geholfen hat, wie es dann weiterging. Ja. Ja, also tatsächlich, eine Histaminetoleranz ist erstmal, also war für mich eine sehr, sehr unschöne Diagnose. Also ich war zum einen ganz froh, dass man sie dann gefunden hat, weil es ist echt so ein kleines Ärzte-Hopping, bis man am Ende tatsächlich eine Diagnose in diesem Bereich auch stellen kann. Und es bedeutet im ersten Moment, tatsächlich für mich war das so der Hintergrund, wo ich gesagt habe, oh wow, ich kann einfach gar nichts mehr essen von dem, was ich bisher gegessen habe. Also ich war Tomatenliebhaber und das ist alles mit sofortiger Wirkung wirklich weggefallen. Und es ist schon so die Herausforderung, sich da im Detail mit zu beschäftigen. Also ich hatte das Gefühl, dass da wirklich vieles nicht mehr so richtig funktioniert, was das Thema Verdauung angeht. Und es hat mich sehr, sehr eingeschränkt, weil ich selbst dann aufgrund dieser extremen Reaktion, es schaukelt sich ja dann immer weiter hoch, wenn du einfach auch keinen Weg findest, wie du richtig von diesem Level wieder runterkommst, dass tatsächlich selbst ein Glas Wasser dazu geführt hat, dass ich extreme Reaktionen hatte. Und da ging es mir dann schon darum, so ein bisschen zu hinterfragen, hey, warum, wieso, weshalb ist mir das tatsächlich überhaupt passiert? Also welche Wege kann ich gehen, auch dieses Pensum wieder nach unten zu fahren? Denn Histamin ist ja nicht gleich schlecht. Also das muss man an dieser Stelle mal sagen. Wir brauchen es. Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, auch an vielen anderen Stellen. Aber dieses Gleichgewicht rutscht da halt tatsächlich dann weg. Und da hast du wirklich das Problem, dass ganz massive Einschränkungen tatsächlich dann eben auch auftreten. Also ich habe ja, wie gesagt, den Weg der Ketose für mich damals genutzt, weil ich einfach auch gesagt habe, es hat für mich im Zusammenhang mit Histaminintoleranz unglaublich viel Sinn ergeben, wenn man wirklich, hey, auch sagt,
so entzündungshemmend, was ja so wirklich diese Vorteile, die ja auch der Zustand der Ketose mit sich bringt, ich wirklich in vielen, vielen Bereichen dann auch bei meiner Histaminintoleranz davon profitiert habe. Also wo ich auch wirklich gemerkt habe, wow, der Körper fängt an, sich umzustellen. Also ich habe sehr viel bessere Verträglichkeiten in vielen, vielen Bereichen. Und dann habe ich ja für mich auch wirklich gesagt, ich möchte gerne verstehen, warum. Hab dann angefangen, über dich ja mir einiges an Infos zu ziehen, was die ketogene Ernährung angeht, und habe ja dann auch das Experiment wirklich gewagt. Und das ist, was jetzt Histaminintoleranz angeht und ketogene Ernährung, scheiden sich so ein bisschen die Geister, muss man sagen. Es gibt auch viele Kritiker, zu Recht, die sagen, hey, Fett ist ja auch so ein Trigger für eventuell zu viel Histamin. Es geht da einfach wirklich auch unglaublich darum, sich damit zu beschäftigen. Es ist aber schon so, dass man sagt, hey, viele, viele Keto-Lebensmittel, die man tatsächlich im Zuge von der ketogenen Ernährung wirklich für sich nutzt, bringen unglaublich viele Vorteile mit, auch bei einer Histaminintoleranz. Man braucht einfach den Background dazu, dass du sagen kannst, okay, ich setze es so ein, dass ich diese Balance trotzdem schaffe auszugleichen. Und je eher dein Körper es ja wieder schafft, dieses Histamin runter zu regeln, hat ja wirklich auch den Vorteil, dass die Reaktion nicht mehr so im Ansatz ist. Also wenn man bedenkt, ich konnte zu Beginn keine einzige Avocado essen und inzwischen ist Avocado safe, also jeden Tag bei uns quasi mit irgendwo integriert. Also das ist schon ein Riesenunterschied, was das angeht. Also Wahnsinn. Ja. ja. Und also zieh mal ganz kurz auf, worin ist Histamin drin? Also was ich weiß, Kaffee, dunkle Schokolade, Tomaten hast du gesagt, Avocado kam jetzt mit raus. Einfach ganz kurz mal, was für Lebensmittel fallen da noch mit rein? Also generell fällt alles Verarbeitete hinten runter. Das heißt, man hat da generell schon ein Riesenproblem. Also verarbeitete Wurstwaren, Wurst generell nicht zu empfehlen. Dann hat man eben, also extrem altgereifter Käse ist zum Beispiel ein Problem. Extrem gereifte Lebensmittel, also Bananen, die schon echt viele dunkle Stellen haben. Obst, was sich da anreichert. Also mit dem Reifungsprozess schreitet ja auch oder nimmt der Histamingehalt in einem Lebensmittel zu. Was für uns auch gerade zu Beginn echt schwierig ist, das Lebensmittel wieder aufzuwärmen. Also so dieses Meal Prep war für mich am Anfang ein Riesenproblem, weil du eben auch gemerkt hast, mit jedem Aufwärmprozess nimmt einfach auch der Histamingehalt in Speisen wieder zu. Das heißt, da geht's schon. Und das war natürlich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe davor schon nicht viel Verarbeitetes gegessen. Aber es war nochmal wirklich eine komplette Umstellung. Also auch zu sehen, es gibt viele Öle, die zum Beispiel gar nicht mehr gehen, wo ich auch sage, hey, da lohnt sich auch einfach mal drauf zu gucken. Klar, Schokolade war für mich eine absolute Katastrophe, mal zwischendrin, weil ich schon jemand, der gesagt habe, ich esse gerne mal ein Stück Schokolade. Aber es ist tatsächlich was, wo man sagt, es kann sich alles wieder einspielen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man auch so mitnehmen muss. Weil es ist unglaublich frustrierend zu Beginn. Also für mich war das so, dass ich gesagt habe, wow, ich kann gefühlt nichts mehr essen. Und du hast wirklich deine Toleranzphasen. Würde ich eine ketogene Ernährung empfehlen in deiner Anfangsphase, also frisch, wenn du die Diagnose gekriegt hast? Nein, würde ich nicht, ganz explizit nicht, weil es da definitiv darum geht, erstmal zu reduzieren. Das heißt, da geht es ja wirklich erstmal darum, radikal Diät zu halten, um diesen Histaminpegel nach unten zu fahren. Und dann kommen ja so diese Phasen, wo du Step by Step Lebensmittel integrierst. Und es ist einfach auch jeder Körper individuell. Also es gibt nach wie vor Leute, die sagen, hey, wenn ich eine Avocado esse, auch nach vielen, vielen Jahren, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Aber ich kann zum Beispiel wiederum auch Tomaten essen. Also da muss man sich auch so ein bisschen ausprobieren, wo man wirklich sagt, es gibt ein vernünftiges Pensum. Und da finde ich ketogene Ernährung sehr, sehr spannend, weil halt viele Keto-Lebensmittel wertvolle Inhaltsstoffe mit sich bringen, wo du auch sagst, der Körper kann gut damit arbeiten. Und ketogene Ernährung hat ja auch den Vorteil für den Darm. Also das war ja auch so eigentlich mein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das ausprobieren für die Darmflora. Und das ist ja für Histaminintoleranz ganz, ganz wichtig, weil unser ganzes Enzym, dieses Dihaminooxidase-Enzym, wird in den Darm gebildet, was wir brauchen, um Histamin abzubauen. Also von dem her wäre es schon was von der Logik her absolut Sinn macht, also sich daran mal auszuprobieren. Also ich habe damit tatsächlich beste Erfahrungen gemacht. Man braucht halt etwas Wissen und Kenntnis in diesem Fall, um wirklich auch ein gutes Gefühl dabei zu haben. Ja. Dazu hast du in letzter Zeit sehr viel aufgeklärt auf deinem einfach Account, hast aber auch gemerkt, okay, dieses Thema Krebs, dass sich da die Menschen auch extrem alleine gelassen fühlen und halt aber auch so ein Ding ist, wo du sowieso immer wieder drauf angesprochen wurdest
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt auf deinem Account aussieht, zurück ins Leben, Ilona. Wozu gibst du gerade mehr Tipps? Weil es kam ja auch so ein bisschen nach dem Interesse, was einfach die Zuschauer gezeigt haben, ja. Also absolut, ich habe für mich, also es ist alles eine Leidenschaft und das sind auch Dinge, die mich ausmachen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, es ist kein fundiertes Wissen dahinter, an den Haaren herbeigezogen und ich bin irgendeiner von den vielen Leuten, die hier irgendwelche Bücher erklärt. Also das auf gar keinen Fall. Ich habe für mich gemerkt, also ich habe einige Unverträglichkeiten, die auch regelmäßig mit mir in Kontakt stehen. Und ich habe für mich tatsächlich auch die Leidenschaft gefunden, was die Krebsernährung angeht. Das heißt, du findest schon einen Großteil zum Thema Krebs, also auch mit dem Hintergrund. Und es gibt aber wirklich auch Tage, wo ich gesagt habe, hey, es wird immer wieder einen mal zwei Tage, aktuell ist es ein Tag in der Woche, wo ich wirklich die Unverträglichkeiten mir rausnehme, wo ich dann wirklich einen kompletten Tag mich nur auf dieses Thema widme und dann eben auch den Leuten sage, hey, wenn ihr Fragen habt, dann gebt mir ein Feedback. Was ist noch so ein Thema, wo ihr sagt, das würde mich explizit interessieren? So habe ich es aktuell gerade gestaltet. Genau. Bleiben wir noch ganz kurz bei Histamin und dann gehen wir zu dem Thema Krebs, wo du einfach mal erzählen kannst, wie das Ganze ablief. Also bei der Histaminintoleranz so 2019 bist du irgendwann draufgekommen, du hast dann auch die exogenen Ketone ausprobiert und ich weiß, dass du, ich glaube, nach 6 bis 8 Wochen kam so die erste WhatsApp-Nachricht, boah, ich kann wieder, ich weiß nicht, was es war, ich glaube, es war dunkle Schokolade, ich habe jetzt mal ein Stück dunkle Schokolade probiert und hey, und es ging und du so, wow, also ich kann. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was hängen bleiben soll, weil am Ende musst du selber auch deinen Körper kennenlernen. Aber klar, Darmflora macht Sinn, Entzündungen reduzieren, weniger Dinge essen, die Entzündungen produzieren, wie zum Beispiel auch Zucker. Die Ketonkörper, sei es durchs Fasten, sei es durch die ketogene Ernährung oder exogen beigeführt, die antientzündlich wirken, haben eben etwas, was sie bewirken können. Ja, waren das 6 bis 8 Wochen und dann zur dunklen Schokolade und konntest du dann auch andere Sachen essen? Hast du dich dann getraut oder warst du erstmal sehr vorsichtig? Wie lief das ab? Also ich habe tatsächlich ja meine radikale Diät zu Beginn gemacht und das ist auch was, wo ich mir die Zeit genommen habe. Das ist immer so die ersten paar Wochen und dann kommt ja auch so die Phase, wo man Step by Step dazu nimmt. Ich habe tatsächlich mit der Schokolade angefangen und es war für mich ein unglaublich positives Erlebnis, weil ich mir gedacht habe, wow, guck, es kann wieder funktionieren. Ich habe als nächstes kam tatsächlich die Avocado, weil ich eben ein Fan von diesen Fetten bin und auch für mich gesagt habe, ich habe sie davor total lieb gewonnen. Also das war für mich so der nächste Step und ich habe mich wirklich so tageweise, also dann wirklich so alle 3, 4, 5 Tage habe ich mir Neues dazu genommen, wo wir dann auch kombiniert haben, um zu gucken, funktioniert das alles, sodass ich für mich dann wirklich am Ende herausfinden konnte, dass bei mir jetzt gerade was Histaminintoleranz angeht, quasi alles wieder geht. Bis auf Tomaten, also die sind tatsächlich immer noch tricky, wo ich auch merke, dass der Körper mir ein Signal schickt, wobei ich sagen muss, also gerade letztes Jahr habe ich auch die Zeit zu Hause genutzt, die draußen anzubauen und die gehen tatsächlich schon. Also ich kann sie nicht im Laden kaufen, aber ich kann auch welche hier zu Hause essen. Klar, keine Mengen wie früher, also etwas reduzierter, aber das wäre jetzt für mich wirklich eines der wenigen Lebensmittel, wo ich aktuell sagen kann, die sind noch ein bisschen schwierig, aber alles andere kein Problem, was das Super angeht. gut, super Ja. gut. Jetzt ist es ja bei Thema Unverträglichkeiten nicht geblieben. Ich habe es im Titel schon stehen, Krebs und Keto. Ja, welche Form von Krebs hast du diagnostiziert bekommen? Wann war das? Und ja, erzähl mal was von deiner Reise, weil ganz viele, also es gibt eigentlich echt viele Menschen, die betroffen sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so sind sie doch immer für sich, ziehen sich dann zurück und es gibt wenig so Austausch oder so, dass wirklich offen drüber gesprochen wird, ja. Also ich habe 2021 eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Also es wird ja beim Brustkrebs nochmal ein bisschen spezialisiert, zu sagen, ist es ein hormonabhängiger oder nicht. Also bei mir ist es definitiv einer, der nicht hormonabhängig ist. Also ich habe ein ganz klassisch triple-negatives Karzinom, was auch in der Behandlung nicht allzu viel Spielraum bietet. Das heißt, du hast tatsächlich einfach eine Leitschiene, die momentan aufgesetzt ist, nach der du behandelt wirst, wenn du dich für den Weg einer Chemotherapie eben tatsächlich entscheidest. Und es ist für mich war es tatsächlich so ein bisschen das Problem. Also die Diagnose an und für sich war gar nicht so das, was mich extrem getroffen hat. Wo ich einen riesen Respekt davor hatte, war, dass ich einen sehr, sehr aggressiven Tumor hatte, der in unwahrscheinlicher Geschwindigkeit gewachsen ist. Also ich konnte den tagtäglich beim Wachsen leider zugucken. Das war etwas, bevor ich dann schon sehr, sehr Respekt hatte.
Und klar, es reagiert wirklich jeder anders drauf. Die einen sagen, wow, ich bin total gelähmt und ich funktioniere die nächsten Monate einfach nur nach einem System. Also ich bin gar nicht bei mir. Das ist auch vollkommen legitim. Für mich war wirklich so diese Thematik zu sagen, okay, ich brauche irgendwie also du bist ja sehr, sehr fremdbestimmt durch Termine, die dann in der Folge stattfinden. Für mich war es ganz wichtig, irgendwie die Kontrolle zu haben, wenn du weißt, was ich meine. Also nicht einfach nur so ausgeliefert zu sein in diesem ganzen Terminrhythmus und auch in diesem ganzen Therapierhythmus, sondern auch für mich unterstützend was tun zu können. Und ich hatte zum Glück wirklich zwei wundervolle Frauen, mit denen ich unmittelbar Kontakt hatte, direkt nach Diagnosestellung. Das heißt, man kommt da schon in Kontakt mit Menschen. Aber wie du schon sagst, es ist sehr, sehr schwierig zu Beginn, wenn du die Diagnose kriegst, weil man hört schon überall mal was. Aber es gibt halt auch viele, also es ist ein Tabuthema leider immer noch, also wo man sagt, okay, man spricht ungern darüber. Und das ist tatsächlich, also ich habe das auch erlebt, viele Frauen getroffen, die sagen, wow, ich möchte nicht, dass das jemand weiß. Die eine hat selbst vor ihrem Mann geheim gehalten, wo ich auch schon sage, wow, also im eigenen Haushalt, wo du dich dann auch räumlich so trennst, dass er das gar nicht mitkriegt, was schon heftig ist, wenn du eine Chemotherapie machst. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass man sagt, hey, warum, wieso, weshalb ist es ein Problem, da so offen drüber zu sprechen. Also es ist keine Schande, ganz im Gegenteil. Also es ist ein Teil von mir, deswegen habe ich auch gesagt, ich fange da an, darüber zu reden, weil es für mich sehr, sehr wertvoll ist, diese Informationen zu teilen. Und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Menschen gibt, die das tatsächlich tun, weil ich glaube, es gibt niemand Erfahrenen als einer, der betroffen war, der diesen Weg gegangen ist und Definitiv. der so viel wertvollen Input liefern kann, wo du sagst, wow, also da helfen nur zwei, drei kleine Tipps, wenn es nur darum geht, wie kann ich meine offene Mundschleimhaut in den Griff geben. Also kleine, simple Dinge, wo man sich so viel miteinander helfen kann. Also ich hatte zum Glück dann ein bisschen die Krebs-Community hier auf Instagram gefunden, wo du auch ein paar Sachen mitnehmen konntest. Aber trotzdem war es ein kleiner Kreis, mit dem du wirklich in der Zeit dann auch zusammen bist. Ja. Und ja, was, also du hast, glaube ich, auch das Buch After Cancer Care einfach gelesen. Das ist auch ein Buch, wo ich auch schon Menschen in der Familie empfohlen habe, wo auch ein Autor, den ich persönlich kennengelernt habe, in den USA mitgeschrieben hat, Dr. Dwight McKee. Und du hast es sogar da liegen, merke ich gerade, nach, oder du suchst nach irgendetwas, ja. After Best Cancer einge Care Markus. heißt auf Deutsch so viel, ja, was kannst du tun nach dem Krebs? Und ja, man sagt aber auch halt das, was du eigentlich nach dem Krebs tun könntest, das ist auch das, was du davor tun kannst. Ich glaube, es traut sich nur keiner, das Buch so zu nennen, ja. Ich weiß nicht warum, aber es gibt halt leider auch die Möglichkeit, dass es zurückkehrt. Und man kann sich ja auch auf verschiedenen Ebenen anschauen. Das heißt, veränderst du deinen Lifestyle, also das, was möglicherweise dazu geführt hat. Es gibt DNA, Präposition, also das heißt, du kannst eine Veranlagung haben in diese Richtung, aber wenn man sich mit der DNA beschäftigt, weiß man auch immer mehr, dass eine DNA sowieso die Schnipsel an- und ausgeschalten sein können. Also das heißt auch, dass eben die Art und Weise, wie du deinen Lifestyle lebst, eine Veränderung haben können, was in deinem Leben auch wirklich eintritt. Deswegen sagen ganz viele, ich so beim Thema DNA denke mir manchmal so, oh, ich will dann eigentlich gar nicht wissen, was los ist. Da habe ich mich in Thailand drüber unterhalten mit einem, der damit ganz viel forscht, der Sebastian. Und er hat gesagt, nee, nee, so darfst du es nicht sehen. Es ist doch besser, du weißt es und dann weißt du, was du tun kannst, damit du diese ja, Basenschnipsel nicht an- oder ausschaltest. Ja? Und ja, aber erzähl mal, was, also jetzt so, weil hier war auch gerade die Frage, ja, was kann man tun bei Keto und Bauchspeicheldrüsenkrebs? Krebs, was meint ihr? Also ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich kann da nur sagen, pass auf, sprich mit deinem Arzt, weil du, wenn sowas vorhanden ist, solltest du jemanden haben, der einfach sich auch um dich kümmert, der sich mit dir das alles anschaut und auch vom schulmedizinischen Bereich. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dir. Was hast du so dir selber zusammengesucht, wo du gesagt hast, Mensch, das macht auf jeden Fall Sinn? Also, ich muss dazu sagen, es hat jeder seine eigene Art, mit Krebs umzugehen. Die einen sind dann wirklich diejenigen, die sagen, hey, ich verlege mein völliges Vertrauen in die Schulmedizin. Und das ist auch vollkommen legitim. Also, für mich war es ganz, ganz wichtig. Ich war am Anfang kein Fan einer klassischen Chemotherapie. Das ist auch kein Geheimnis, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich habe davor sehr gesundheitsbewusst gelebt. Ich wusste ganz klar mit dem pharmazeutischen Hintergrund, was ich da für Substanzen durch meinen Körper jage. Von dem her war das für mich ganz, ganz wichtig, dass ich den Körper komplementärmedizinisch definitiv begleite und auch für mich sage,
was sind die Möglichkeiten und die Tools, die ich mir zunutze machen kann, um ihn durch diese Zeit so erfolgreich wie möglich durchzubringen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich am Ende trotzdem für den Weg der Chemotherapie entschieden, weil mein Krebs einfach wirklich eine sehr, sehr aggressive Form hatte. Und das war für mich ein Weg, mit dem ich am Ende vollkommen cool tatsächlich auch war, weil ich einfach auch wusste, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, ihn bestmöglich zu unterstützen. Also ich habe extrem viel nahrungsergänzungstechnisch gemacht. Das heißt, da gibt es viele Themen, die man sich auf jeden Fall mit angucken sollte. Bei Krebspatienten immer ein großes Thema, sowas wie hochdosiert Vitamin C, Vitamin D, das sind alles so Faktoren, wo man wirklich ein Augenmerk drauflegen kann. Und was ich ein unglaublich spannendes Tool finde, und das wird leider in meinen Augen viel zu viel unterschätzt, ist wirklich das Thema der Ernährung. Liegt aber auch einfach daran, dass man wirklich sagen muss, dass es klar ein Urwald, ein Dschungel manchmal ist, wo man viel sagt, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, mit was soll ich überhaupt anfangen. Dann gibt es leider auch viele Ärzte, deren Steckenpferd die Ernährung definitiv nicht ist. Also wo man wirklich auch sagt, hey, für uns hat die Prio, sie kommen durch die Therapie. Alles andere spielt für mich keine Rolle. Das ist tatsächlich was, das sehe ich aus einem ganz anderen Auge inzwischen, weil ich habe meine Erkrankung quasi angefangen zu studieren mit dem Zeitpunkt, wo ich sie bekommen habe. Ich habe Bücher ordnerweise nächtelang tatsächlich darüber gelesen. Ich habe Studien gelesen, ich habe mit Ärzten gesprochen, also wirklich extrem viel Aktivität da auch reingesteckt, um einfach auch für mich zu sagen, was kann ich als Patient unterstützen tun. Und im Zuge dessen war für mich wirklich das größte, größte, größte Tool das Thema der Ernährung. Und da bin ich neben Schulmedizin ganz klar, also es wird, ich bin auf gar keinen Fall jemand, der sagt, hey, bist du der Meinung, dass man Krebs aushungern kann durch Ernährung? Nein, davon distanziere ich mich ganz klar. Also das ist definitiv nichts, was in meinen Augen erfolgreich funktionieren wird. Aber die Kombination zwischen einer vernünftigen Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, also komplementärmedizinisch, im Zusammenhang wirklich mit einer Krebsdiagnose ist für mich so der Weg gewesen, wo ich sage, der hat sich auch für mich erfolgreich leben lassen. Ich habe keinen einzigen Mal, habe ich bei der Chemotherapie ausgesetzt. Also mein Körper hat es wirklich unglaublich gemeistert, wenn ich bedenke, was da alles in dieser Zeit passiert ist. Also da muss man schon, hat man eben auch die Möglichkeit, als Patient natürlich aktiv zu unterstützen. Ja. Kannst du mal sagen, also was hast du gemacht beim Thema Ernährung? Das wäre so wirklich, okay, worauf hast du geachtet? Hast du Low Carb gemacht? Hast du dich ketogen ernährt? Hast du viel Gemüse gegessen? Hast du viel Fette gegessen? Was war dein Weg? Also mein Weg war tatsächlich am Anfang erstmal radikaler Zuckerentzug. Also ich habe davor schon weitestgehend zuckerfrei gelebt. Wir haben das eben schon mit einem anderen Hintergrund von der Erkrankung meines Mannes gemacht, aber ich habe dann wirklich radikal erstmal alles rausgeschmissen. Also das heißt tatsächlich selbst auch auf Obst verzichtet. Also ich habe den Körper komplett runtergefahren, was das Thema mit Zucker angeht, weil ich es einfach, nachdem ich verstanden habe, wie der Stoffwechsel einer Krebszelle funktioniert, war das das Erste, wo ich gesagt habe, ich werde ihn nicht aushungern, aber ich werde es keiner einzigen Krebszelle meinem Körper so angenehm wie möglich machen, sondern ich möchte, dass er tatsächlich dafür hart kämpfen muss, dass er in diesem Körper leben darf. Das heißt, ich habe ihm den Zucker entzogen als ersten Step. Also ich habe wirklich radikal darauf verzichtet. Und habe danach dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was sind Lebensmittel, die wirklich antikanzerogen wirken, also die wirklich auch Inhaltsstoffe mit sich bringen, die Krebszellen schädigen. Also das war für mich ein großes, großes Steckenpferd, wo ich sage, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und habe das dann zusammen, und ich habe tatsächlich auch viel über dieses Thema ketogene Ernährung gelesen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon Low Carb ernährt, also mit komplexen, hochwertigen Kohlenhydraten immer wieder einzeln dosiert eingesetzt. Aber es war dann für mich wirklich auch so, dass ich gesagt habe, ich gehe zurück in die ketogene Ernährung, weil ich einfach es sehr, sehr spannend fand, was ketogene Ernährung in Bezug auf Krebszellen kann. Und da finde ich, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn wenn man sich mit diesem ganzen Stoffwechsel im Detail beschäftigt und diesen Blutzuckerschwankungen, das ist ein Riesen, also das ist für mich einer der größten Punkte, wo ich sage, die nehme ich aus dieser Zeit mit, wenn man versteht, dass Insulin in Kombination mit einem anderen Hormon, also IGF-1, Krebszellen triggert und zwar schneller und größer zu wachsen, dann ist das einfach was, wo ich sage, versuch dir das zu verinnerlichen, was es für dich bedeutet, wenn du einfach ein Augenmerk auf deinen Blutzuckerspiegel in dieser Zeit behältst. Also ich habe tatsächlich unter Chemotherapie auch gefastet, ganz bewusst. Also ich habe mich dafür entschieden, auch wenn mir viele davon abgeraten haben, weil ich einfach, zum einen kannte ich meinen Körper, ich habe mich aber komplementärmedizinisch mit dem Arzt abgesprochen. Also ich habe das auch nicht einfach aus einer Laune heraus entschieden.
aber ich habe eine ganze Menge drüber gelesen und es war für mich einfach auch der Hintergrund, der da drin steckt, also dieses Potenzial war für mich absolut das, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mit dem besten Ergebnis da rausgehen und ich werde es diesen Zellen so unangenehm wie möglich machen. Und das waren also so einige Tools. Ich habe ganz, ganz viel natürlich an vielen Stellen gearbeitet, aber das ist so im Großen und Ganzen die wichtigsten Säulen, die ich für mich da rausgezogen habe. Ja. Super, dann lass uns mal ins Detail gehen. Also du hast gesagt, antikarzinogene Lebensmittel. Was wären das? Kannst du da mal ein paar aufzählen? Also ein großer Teil, den man definitiv sich da zunutze machen kann, ist die Kategorie der Gruppe Kreuzblütler, die unglaublich spannende Eigenschaften mit sich bringen, was gerade in Bezug auf Krebs ein Thema ist. Also da gehört zum Beispiel alles dazu, was mit Kohl endet, Blumenkohl, Weißkohl, Rosenkohl, Rotkohl, also alles, was so reinfällt, Rettich, Wasabi, Meerrettich in diesem Fall. Aber es war dann zum Beispiel auch Brokkoli, sehr, sehr spannend, tatsächlich im Zusammenhang mit Sulforaphan, gerade in Bezug auf Krebs. Also das heißt, es lohnt sich, es gibt ja auch die Möglichkeit, über Nahrungsergänzungsmittel in diesem Bereich zu arbeiten. Aber wenn man da eben einen Fokus ein bisschen auf die Ernährung legt und auch sagt, hey, welche Themen kann ich mir zunutze machen, brauche ich nicht übermäßig jetzt wirklich nur mit Nahrungsergänzung arbeiten, sondern wir haben echt tolle Tools. Man braucht einfach einen Background dazu. Und das hat mir, also wie gesagt, bei mir gibt es immer noch morgens Radieschen, Rettich, Rosenkohl, also alles, was so in dem Fall wirklich unterstützt, wo jeder sagt, boah, wie kannst du nur? Aber es ist tatsächlich eine Entscheidung, die du ganz bewusst triffst. Und die habe ich getroffen, die hat mein Mann getroffen und die machen wir uns jeden Tag weiterhin zunutze. Ganz Also klar. nicht nur kleine Kinder mögen das nicht, sondern auch die Krebszellen. Und im besten Ja. Fall mögen das Kinder und Erwachsene, sehr viel Bitterstoffe mit drin. Genau. Hier die Frage von Alex, hast du auch Graviola eingesetzt? Nein, tatsächlich. Also es ist nichts, was ich jetzt bewusst zusätzlich genutzt habe. Nein. Okay. Jetzt hast du was gesagt, nämlich Blutzucker. Also je mehr ich mich mit dem Blutzucker beschäftige, ich habe immer so Phasen, ich habe auch den Chip wieder da, den ich 2 Wochen mir anmontieren Ich werde. auch. Ich bin nur am Überlegen, wann der beste Zeitpunkt ist. Ja. Und ich lese auch gerade Buch darüber und ich finde es einfach erstaunlich, wie viel Zusammenhänge es gibt mit einem zu hohen und einem zu sehr schwankenden Blutzucker im Bereich ja, fast allen Erkrankungen. Also fast allen so, Ja. ja. Zivilisationserkrankungen zumindest. Und da ging es auch eben ums Thema Krebs. Und jetzt hast du etwas gesagt, das mir jetzt so nicht bewusst war, aber das, ja, Insulin ist ein anaboles Hormon. Ja, das wissen wir alles, auch vom Kraftsport her oder Fettaufbau. Aber Krebszellen sind ja auch Zellen, die zu schnell wachsen. Und jetzt, ja, wenn dann zu viel Insulin da ist, was wachstumsfördernd ist, und du hast ja auch gesagt, okay, IGF-1, das ist der Insulin Growth Factor, der ist eben auch für Zellwachstum zuständig. Das ist wahrscheinlich, also, das ist wahrscheinlich auch der Grund eben, weil, also ich finde es ganz spannend, auch manchmal so, so über Doping nachzudenken. Also nicht, dass ich es wirklich konkret vorhabe, aber halt auch, in Mexiko gab es halt immer in der Apotheke HGH zu kaufen, Human Growth, Hormon, was jetzt zum Beispiel in Hollywood eigentlich jeder Mann nimmt, ab 40 Jahren. Um ein bisschen Anti-Aging zu betreiben, um ein bisschen mehr Muskeln zu haben, um ein bisschen mehr Fett zu haben. Aber so ein Hauptgrund ist eben, wo ich sage, boah, habe ich viel zu viel Schiss davor. Klar, Muskelwachstum, aber auch Wachstum von allen Zellen. Huh. Und der Krebs ist ja dieser übermäßige Wachstum oder einfach ein ungestoppter Wachstum. Und was sehr, sehr spannend ist, ich habe vor ja, ungefähr einem Jahr einen absoluten Fastencoach interviewt, der teilweise Wochen fastet und während dem Fasten über die Alpen läuft. Und der hat sich damit auch extrem beschäftigt und hat auch gesagt, hey, dass du halt eben diese Insulinsensitivität mit Fasten enorm erhöhen kannst, dass du IGF, ich sag mal, richtig einsteuern kannst, weil IGF an der richtigen Stelle, ja, ist ja gut. Also ist ja gut, Absolut. weil eben es Muskelwachstum macht. Das ist nur, wenn einfach die Signalgeber im gesamten Körper einfach nicht mehr richtig justiert sind. Und Fasten ist da etwas, so wie ich es einfach immer wieder höre, etwas, was das einfach genau austariert in die richtige Richtung. Also dass da halt auch alte Zellen natürlich gegessen werden. Also super spannend, dass du dann in dieser Zeit eben auch der Chemotherapie gefastet hast. Und das ist ja auch immer so, Menschen, die schon sehr, sehr dünn sind, die haben ja oft auch Angst vorm Fasten. Die sagen, oh Hilfe, ich werde noch dünner. Und bei der Chemotherapie kenne ich auch einfach Menschen aus der eigenen Erfahrung,
wo es halt einfach so ist, dass ja, sie immer mehr Körperfett verlieren, also dass sie einfach immer schlanker werden, Muskeln verlieren, Körperfett verlieren. Nur natürlich muss es in der Phase, wo du isst, dann einfach ausreichend Kalorien geben, möglichst viel, wenn es geht. Nur durch das Fasten eben, wenn die Insulinsensitivität besser wird und du bewegst dich auch noch, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, hast jetzt so speziell nicht gesagt, also so gut es halt geht, ja. Habe ich immer gemacht. Ja, aber also halt in der, dann hast du weniger Muskelabbau, dann dockt das Insulin an anderen Stellen an und die ganzen anderen Sachen, ja. Okay, also ich bin super, super fasziniert. Jetzt hast du gesagt, okay, Nahrungsergänzung, Nahrung, du hast noch die klassische Schulmedizin dazu gemacht. Es gibt auch Fälle, wo die Menschen nur gefastet haben, wo das auch super geklappt hat. Ja, das hast du ja auch erstmal überlegt, kriege ich das so hin? Aber ja, vollkommen verständlich, wenn man dann Angst hat ums Leben. Und so, ich sage immer die Schulmedizin, auch wenn ich manchmal sage, bin ich super, super, super dankbar, dass sie da ist. Ja, wenn zum Beispiel ein Motorradunfall ist oder sonst was oder eben jetzt auch in deinem Fall. Also das heißt, diese drei Faktoren hast du einfach, damit hast du dich beschäftigt, aber ich glaube, es sind noch viel mehr. Magst du weitergehen? Weil, also, wenn du das Buch After Cancer Care gelesen hast, dann weiß ich, da gibt es auch noch andere Themen, wo man sich ansehen kann. Was würdest du noch empfehlen, sich anzusehen? Also was für mich tatsächlich klar, das Thema Sport und Bewegung war schon davor mein Steckenpferd. Also das habe ich definitiv auch die ganze Zeit integriert. Man muss auch sagen, auch der Komplementärmediziner, der hat ganz klar zu mir gesagt, Ihre Kraft wird schwinden. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie für sich trotzdem versuchen, regelmäßig diese Bewegung zu integrieren. Und ich habe das jeden Tag gemacht. Also ich bin meine ganze Chemotherapie über jeden Tag gelaufen. Also dann am Ende spazieren gegangen. Klar, nicht schnell. Und ich habe wahrscheinlich die Oma aus dem Nachbarshaus überholt, weil ich wirklich lange gebraucht habe. Aber viel wichtiger war es tatsächlich, diese Bewegung weiterhin aufrechtzuerhalten, weil einfach auch dieser Muskelschwund natürlich was ist, wo man sich ganz zu Recht eben auch davor fürchtet, gerade auch im Bereich der Chemotherapie. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Säule. Und klar, dann kam ein ganz großes Thema dazu. Also Schlafregeneration war für mich nochmal ein weiterer Bereich, den ich ganz explizit wirklich auch mit dem bestimmten Fokus betrieben habe, weil ich einfach es gebraucht habe, gerade für die Regeneration selber. Und dann kam ein ganz, ganz großer Faktor für mich persönlich, war das Thema Mindset, wo ich eine ganze Menge dran arbeiten durfte, wo ich immer noch an mir arbeite, wo man auch wirklich sagt, wow, man hat einfach, und das ist wirklich was, wo ich auch so, ich meine, du weißt, wir haben uns da regelmäßig drüber ausgetauscht, dass man wirklich der Moment kommt, und ich glaube, den Moment kennt jeder Krebspatient, du kriegst diese Diagnose, die erste Frage ist, warum? Und diese Frage nach dem Warum ist gefühlt unendlich und du wirst gefühlt auch nie darauf eine Antwort bekommen. Es macht auch keinen Sinn, sich mit dieser Frage unendlich lange aufzuhalten, aber es ist tatsächlich zu Recht eine Frage, die nicht ohne Grund in deinen Kopf kommt, nämlich zu reflektieren und zu hinterfragen, wieso es überhaupt so weit kommen musste, das. Und gar keine Frage, spielt die Genetik eine Rolle, wie du schon gesagt hast, und. Aber letztendlich ist es schon noch was, wo ich behaupten würde, man ist mit seinem Lebensstil, den man gelebt hat, mit Sicherheit nicht ganz unschuldig daran, dass man, also das bedeutet nicht, ich möchte dir selbst die Schuld geben, sondern wirklich einfach nur dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dir diesen Bereich anzugucken, denn so vernichtend eine Krebsdiagnose sein kann, umso besser kann sie auch für dich als eine Tür sein, die sich öffnet, um dir einen Blickwinkel auf Dinge zu geben, die du so vielleicht noch nie betrachtet hast. Und sie kann wahrlich eine absolute Chance sein. Und daraus ist, das ist für mich wirklich was, was ich aus dieser Zeit mitnehme, wo ich sage, ich hätte gerne darauf verzichtet, gestehe ich ganz ehrlich ein, ich hätte es nicht gebraucht. Aber wahrscheinlich hat es das einfach gebraucht, weil ich dieses Bewusstsein dafür so davor nicht gelebt habe oder einfach auch nicht allzu gut mit mir umgegangen bin, würde ich sagen, in vielen Bereichen. Und das hat sich zu 180% geändert. Also das hat sich wirklich um 180 Grad gedreht, wo ich auch sage, der Fokus ist jetzt ein ganz, ganz anderer. Und ich kenne viele Frauen und auch viele Menschen, die nach einer Krebserkrankung tatsächlich auch anders in ihrem Leben dann mit sich und auch mit diesem Bewusstsein umgehen, zu sagen, wie wertvoll das tatsächlich ist. Ja. Ja. Ist ja auch etwas, was du zu mir gesagt hast, dass du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, Andi, ich will jetzt, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich mag. Ich mag nicht zurück in den Job. Ich mag mein Ding machen
Und das muss funktionieren. Und ich so, ja, es braucht aber Zeit. Und du dann auch, ja, aber die habe ich nicht. Wer weiß, was ist. Und auch da natürlich lohnt sich wieder durchzuatmen, Absolut. den Prozess mitzuerleben. Und ja, ich habe in frühen Jahren, als ich einfach krank war und ich mich gefragt habe, warum, wieso, habe ich auch mal ein Buch gelesen. Also es gibt mehrere Bücher zu dem Thema. Eins war von Louise L. Hay. Und eins war von Rüdiger Dahlke und die beiden haben darüber gesprochen, Krankheit als Symbol. Und was da auch immer wieder erstaunlich ist, wenn ich irgendwie ein Wehwehchen habe oder was Ernsteres, oder bei jemandem in der Familie schaue ich gerne einfach rein in das Buch und schaue, was da steht. Und ja, nur jetzt sich das negative Glaubensmuster anzuschauen und das Positive, was man denken sollte, in gewissen Fällen würde ich mal sagen, hat das schon was bei mir verändert, aber es ist natürlich auch grob fahrlässig, finde ich, das zu empfehlen. Und es hat ja auch eine Form von Selbstliebe zu sagen, okay, wie kann ich mir auf vielen Ebenen helfen, damit es mir besser geht? Und das höre ich jetzt bei dir einfach raus, dass du das ganz, ganz toll gemacht hast und ich finde es bemerkenswert, dass du jetzt auch dazu aufklärst. Kannst du noch ein bisschen was zu sagen, weil ich bin ja Keto-Coach und ich habe mich vor dem Thema Krebs immer so ein bisschen so, ja, auch muss ich ganz ehrlich sagen, ja, nicht getraut, das in diesen Zusammenhang zu bringen, weil ich weiß, es gibt Experten drüber und es ist nicht ganz so einfach zu sagen, aber es kommen immer wieder Menschen zu mir, die nachfragen und ich habe ja auch schon, das weißt du auch, ich glaube, das war schon im Jahr 2019, 2020 mit zum Beispiel der Professor Dr. Ulrike Kämmerer Webinare gemacht, die seit 2008 zum Thema Krebs und Keto aufklärt, Bücher geschrieben hat, also es sie nützt das als Therapie und macht da auch was in Würzburg. Es gibt aber jetzt einfach mal so vorneweg, so fast immer macht Keto bei Krebs Sinn. Es gibt aber auch so ein paar Ausnahmen. Kennst du die oder soll ich die nächste Woche die Elke fragen? Oder hast du einen Tipp, wie man sich da auf die Suche macht? Passt jetzt die ketogene Ernährung für mich? Weil es soll ja auch Krebszellen geben, wo es nicht unbedingt ideal ist, ja? Also es ist definitiv was, wo man sagt, also jede Krebszelle, also es ist ja auch so, dass man sagt, hey, rein ketogene Ernährung, bist du der Meinung, dass es dir dadurch gelingt, die Krebszellen auszuhungern? Man muss sagen, also das ist eine Annahme, die ja so auch im Raum steht. Es gibt aber inzwischen auch, und deswegen sage ich, es ist ein bisschen kritisch, weil es gibt tatsächlich auch, also ich habe vor kurzem auch mit jemandem mich drüber ausgetauscht, dem seine Mutter hatte Lungenkrebs. Tatsächlich, leider muss man sagen, sie hat sich sehr, sehr streng ketogen ernährt und trotz alledem ist es so passiert, dass man sagt, auch im Zustand der Ketose hat es am Ende dazu geführt, dass einfach zu viele Metastasen und auch zu viel Krebs im Körper war, dass sie es leider nicht überlebt hat. Also auch das ist definitiv was, wo man sagt, also Krebszellen sind anpassungsfähig, deswegen wäre es keine reine Therapieform, um wirklich darauf zu vertrauen. Und da muss man sich tatsächlich im Detail nochmal auch mit seiner Art und Weise austauschen. Generell ist es so, dass man sagt, hey, Krebszellen tarnen sich. Also es ist ja wirklich auch was, wo man sagt, oftmals rutschen die auch durch bei unserem Autophagieprozess, wo man sagt, okay, dann habe ich die Grundlage, den Nährboden, wo so Mutationen entstehen können. Die Onkogene, also die Gene, die in den Krebs Zellen drinnen ist, führen auch dazu, dass die so ein bisschen geschützt sind. Das heißt, das Immunsystem filtert die nicht extra raus. Es lohnt sich definitiv, sich mit seiner Krebsart, und das kann ich absolut befürworten, sich nochmal im Detail zu beschäftigen, um einfach auch zu gucken, hey, wie funktioniert dieses System, wie ist die Beteiligung und kann das für mich absolut ein Weg sein. Also bei Brustkrebs habe ich eine ganze Menge drüber gelesen, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, wie dieses System dahinter funktioniert. Und das macht für mich auch absolut Sinn. Deswegen war es auch ein Versuch für mich wert. Ich wäre grundsätzlich immer jemand, der sagt, ich würde dieses Tool nutzen, wenn ich jemand bin, der ein Thema hat mit Metastase. Ich habe vor kurzem tatsächlich auch eine Frau kennengelernt, die begleitet durch die Professor Dr. Kämmerer wirklich auf die ketogene Ernährung umgestellt hat, die ein Rezidiv hatte im Bereich von Brustkrebs, extrem viele Lebermetastasen und die unglaubliche Ergebnisse erreicht hat mit einer ketogenen Ernährung. Das heißt, es lohnt sich schon in dem Zusammenhang und da bin ich aber wirklich jemand, die so ein bisschen die Lanze dafür brechen muss, die jemanden zu suchen, der mit ketogener Ernährung wirklich im Detail zu tun hat und zwar auch im Zusammenhang mit Krebs. Und es gibt viele, viele Ärzte,
natürlich, die sich da nicht so im Detail auskennen. Und das finde ich leider sehr, sehr schade, weil oftmals kriegst du, und das war bei mir auch so die Klassiker-Empfehlung, ernähren Sie sich wieder vor, wenn Sie Zucker essen möchten, essen Sie Zucker. Und wichtig ist, dass Schrecklich. Sie die Therapie überstehen, wo ich wirklich sage, nein, also das ist überhaupt eigentlich eine Ernährungsempfehlung. Klar hat die Priorität deine Therapie und es geht nicht darum, dass du dich da jetzt runterhungern sollst, aber einfach so weitermachen wie zuvor ist absolut keine Empfehlung, weil es ja einen Grund hat und auch dieses ganze System zu hinterfragen. Da bin ich wirklich jemand, der sagt, wow, rede mit jemandem, der den ärztlichen Hintergrund hat, der sich wirklich im Detail auskennt, der aber auch weiß, was ketogene Ernährung bedeutet und der weiß, was für eine Chance in dieser Möglichkeit steckt. Denn einfach zu sagen, nee, ist nicht geeignet, also du wirst, vor allem wenn du googelst, in www, wirst du alles finden, Fürsprecher, Gegner, das war bei mir genauso, es gibt Leute, die sagen, kannst nicht fasten unter der Chemotherapie, selbst die Ärzte haben davon abgeraten. Also auch da muss man für sich wirklich, du brauchst jemanden, der dir da unmittelbar ein Feedback geben kann, wenn du eben selber nicht so tief in der Materie drin bist, dass du sagst, okay, nach einem Rücksprache mit einem Arzt, ich weiß, was ich da tue, jetzt probiere ich das aus. Würde ich immer tun. Ja. Ja. Also klar, man wünscht sich manchmal so, hey, pass auf, mach das und das hilft dann super. Und ist tatsächlich bei dem Thema nicht ganz so einfach. Was man vielleicht aber trotzdem so sagen kann, ist, dass einfach Fasten, zuckerfrei, maximal natürliche Lebensmittel, wenig Stress, guter Schlaf, Bewegung, dass die Klassiker für ein gesundes Leben die beste Basis sind, um natürlich auch entweder sich schon mal zu helfen. Oder sich durch die Therapie zu helfen. So zumindest das jetzt mal, könnte man so zusammenfassen. Und ja, ich kriege auch immer wieder Nachrichten, wo die Ärzte ganz klar sagen, pass auf, für dich macht Keto super viel Sinn. Und dann sage ich, okay, wenn das dein Arzt gesagt hat, dann kann ich dir zeigen, wie du dich ketogen ernährst. Darum geht es ja die ganze Zeit um meinen Account. Genau. Wie du sagst, halt, dass man da sich informiert oder auch einen Ansprechpartner sucht, der sowohl die klassisch-medizinische Welt kennt, aber auch die alternativmedizinische oder auch, sagen wir mal, Ernährung kennt, weil Ernährung und Medizin, das ist ja echt traurig, ist ja auch ein Wahlfach, kannst du machen, musst du nicht, ja. Muss man erstmal jemanden finden, der sich da auskennt. Ja, also wenn du Lust hast, dann schau dir mal dieses Thema an, was ja du zwar jeden Tag machst, aber eigentlich Ja, nicht so ja. spannend ist, ja. Jetzt meine Frage an dich, gibt es denn Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, die du empfehlen kannst beim Thema Krebs und Keto? Nein. Du kennst jetzt keine Person, die jetzt so direkt sagt, das ist ihr Steckenpferd, außer zum Beispiel die Professor Dr. Ulrike Kämmerer, oder kannst du sie auch nicht Genau, empfehlen? also Ja. die ist tatsächlich jemand, wo ich sage, wow, wenn du wirklich mit jemandem sprechen möchtest, der wirklich im Detail jeden einzelnen Bereich angeguckt hat, dann ist sie natürlich eine Koryphäe in diesem Bereich, absolut. Es ist dazu so, dass ich sagen muss, meine Ärzte haben mit Thema Ernährung gar nichts am Hut. Also es war tatsächlich sehr, sehr traurig, was du da so mitbekommen hast. Wo ich eine sehr, sehr gute Möglichkeit hatte, war über den Komplementärmediziner, der mir auch unglaublich viel zur Verfügung gestanden ist mit Informationen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, also er hat mir ein Buch empfohlen, wo man wirklich sagen kann, also Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das kennt wahrscheinlich jeder einzelne Krebspatient. Das hat jeder schon mal so gehört im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, wo man auch sagen kann, da stehen wertvolle Tipps drin, absolut. Es ist aber so, dass man wirklich sagen muss, hätte er von sich aus die Initiative ergriffen, um mir zu einer ketogenen Ernährung zu raten, definitiv nicht. Also es war mein Impuls, den ich für mich gesagt habe, hey, wie sieht's aus? Ist das was, wo ich sage, ja, also ich meine, ich habe ja wirklich sehr viel mehr darüber schon vorher recherchiert und ich habe auch sehr viel mehr Wissen als mit Sicherheit so manch andere Onkologe, würde ich jetzt mal behaupten, weil die Empfehlung machen sie einfach so weiter wie bevor und selbst ja dann auch an vielen Stellen ist völlig verurteilt wird, gerade auch zu Fasten und der Chemotherapie. Und das finde ich super schade. Also ich habe da mit der Ecke vor kurzem auch drüber gesprochen, weil das bringt ein unglaubliches Potenzial mit, wenn du mich fragst, ein unglaubliches Potenzial. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man sagen muss, es ist natürlich in der Schulmedizin bisher ganz klar abgelehnt. Weil man sagt, hey, wir haben zu wenig Forschungsergebnisse, aber die Resultate, die inzwischen da sind, und ich habe vor kurzem tatsächlich eine Studie gelesen, die ganz, ganz frisch ist, die jetzt wieder läuft in Bezug auf Krebserkrankungen, tatsächlich in Bezug auf Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gehirntumoren, wo man auch wirklich sagt, wow, da haben wir eine ganze Menge rausgefunden in Bezug auf Fasten, wo ich mir wünschen würde, dass dieser Bereich so viel mehr Einzug hält, weil es wirklich eine
eine spannende Säule ist, die absolut für mich dazu gehört in einer Krebstherapie. Absolut. Ja. Okay, also die Elke würde mir noch einfallen, ist jetzt keine Krebsspezialistin, aber sie kennt sich halt im Bereich Ernährung richtig gut aus. Und Keto, Und Keto, und sie kennt das Buch, eben Ja. After Cancer, und sie hat auch lange Zeit mit dem Dr. Dwight McKee zusammengearbeitet. Also der da ja ein, ja, ich glaube, er hatte fünf Facharzttitel, aber Onkologie war, glaube ich, so sein Steckenpferd, wenn ich mich Ja, nicht ja, täusche. Ja, ja. okay. Ja, also ich würde mal sagen, ich habe sehr, sehr viele Ideen bekommen. Jetzt das Letzte, was mich interessiert hat, die Theorie, warum hilft Fasten während der Chemotherapie? Ist es so, dass dann quasi die Autophagie angeregt wird, das Immunsystem schon besser identifizieren kann, welche Zellen gehören hier eigentlich gar nicht so rein? Und durch die Ketose, dass dann einfach ein gewisser Schutz für die Muskeln stattfindet? Kannst du dazu, also ich weiß nicht, ob man es schon weiß, was es ist, aber was ist die Theorie dahinter? Also ich habe tatsächlich dazu gestern ein Live gemacht, weil ich es für Okay, mich ein wow. unglaublich einen wichtigen Part finde, also so ein bisschen zu unterscheiden. Was ist der Hintergrund oder was war für mich tatsächlich der Grund? Also ich hatte man weiß ja, wenn man sich im Zustand des Fastens befindet, und das ist jetzt nicht nur bei 16,8, sondern ich habe für mich wirklich 60 Stunden gefastet, also den Tag vor der Chemotherapie, am Tag der Chemotherapie und den halben Tag danach. Also 60 bis 72 Stunden habe ich gemacht, je nachdem. Und der Hintergrund war, dass also Krebszellen ernähren sich einfach unglaublich gerne von Glukose. Also das ist ja das Grund, das Rei als Grundnahrungsmittel. Und die können sich im Vergleich zu einer normalen Zelle nicht so einfach umstellen. Das heißt, unsere Zellen fahren ja in so eine Art Energiesparmodus runter, fangen ja dann an, zum Beispiel mal aufzuräumen und sind da wirklich an anderer Stelle dann beschäftigt. Das gelingt der Krebszelle nicht ganz so gut. Also man geht wirklich so ein bisschen davon aus, also auch laut dieser Studie oder diesen Untersuchungen, die ich da jetzt gelesen habe, dass diese Krebszelle so ein bisschen in diesen Verzweiflungsmodus gerät und wirklich nach allem sucht, was man ihr gibt. Und mein Hintergrund, warum ich mir dann gedacht habe, ich probiere das aus, war, also ich hatte einen unglaublichen Respekt vor den Nebenwirkungen meiner Chemotherapie. Also ich hatte so dieses Horrorszenario im Kopf, wenn man das so aus diesen Hollywood-Filmen kennt, jemand hat Krebs, die Chemo, der liegt den ganzen Tag auf der Toilette, kann sich nicht mehr bewegen, so ein Stück Fleisch, was irgendwo rumliegt. Also ich fand es ganz schlimm. Und klar wusste ich, medikamentös, du bist abgedeckt, aber es war für mich so ein Horrorszenario und ich habe darüber gelesen, dass es möglich ist, unter der, wenn du fastest, während der Chemotherapie die Nebenwirkungen massiv zu reduzieren. Einfach weil du den Körper entlastest, also das heißt, die Energie, die du sonst normalerweise auch für Verdauung brauchst, ist wirklich an einer anderen Stelle präsent. Du befindest dich ja in einem Zustand der Ketose, das heißt auch, du hast den Muskelschutz. Also das ist auch nochmal so ein Grund, wo ich sage, der spricht absolut dafür. Und ich habe das für mich tatsächlich gemacht, dass ich wirklich dann am Tag da gefastet habe. Der Hintergrund ist, dass die Chemotherapeutika kommen und treffen die Krebszelle mit voller Wucht. Das heißt, sie hat keinen Nährboden mehr, weil du ihr ja schon im Prinzip mit einer bestimmten Zeit zuvor quasi die Nährboden entziehst, indem du nichts isst, also nicht, also wirklich rein fastest, und hast dann den Vorteil, dass sie schon was bekommt, aber sie bekommt tatsächlich das reine Gift. Das heißt, für mich war so logisch, die Zelle kriegt direkt den größten Schaden, den sie haben kann. Und ich kann tatsächlich aus eigener Erfahrung berichten, und das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe unter der ersten Chemotherapie gefastet. Und ich hatte am nächsten Tag und auch an den darauffolgenden Tagen, die ja so typisch sind, die ersten 3 bis 5 Tage, hatte ich keinerlei Nebenwirkungen, wirklich gar keine. Also ich hatte keine Übelkeit, mir ging es nicht schlecht. Ich habe tatsächlich sogar, also es ist echt crazy, nach meiner ersten Chemotherapie, ich habe einen Kurs gegeben, direkt am Tag danach, einen High-Intensity-Kurs. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, ich leite den nur an, aber ich habe den tatsächlich mitgemacht. Also mir ging es super gut. Ich hatte unglaublich viel Energie. Ich war natürlich immer noch im Zustand der Ketose, was dieses Thema angeht. Und ich habe das bei der zweiten Chemotherapie so gemacht. Also hat für mich super gut funktioniert. Und ich habe bei der dritten Chemotherapie, habe ich mir den Short gemacht und dachte mir, okay, ich esse. Ich habe zwar trotzdem ganz bewusst wirklich auch versucht, entsprechend zu essen, sodass ich den Körper nicht überbelaste. Das heißt, ich habe jetzt keine kurzkettigen Kohlenhydrate oder so ausgewählt, aber ich habe für mich trotzdem versucht, eine Kleinigkeit zu essen, wirklich keine Unmengen. Aber ich kann tatsächlich nur definitiv sagen, mich hat es radikal zerstört, also ganz schlimm.
Ich hatte ganz schlimme Nebenwirkungen. Ich habe eine Woche lang beim Hausarzt gebraucht, dann Infusionen, dass ich wieder gerade stehen konnte. Also es war eine extreme Veränderung im Vergleich zu vorher. Deswegen bin ich ja wirklich jemand, die sagt, wenn du weißt, wie viel Potenzial da drin steckt und du deinen Körper kennst. Also das war ja wirklich was, ich habe zuvor schon mal gefastet. Ich habe die exogenen Ketone natürlich genutzt. Also das ist was, auf was ich nicht verzichtet habe, ganz bewusst nicht. Aber ich habe im Zusammenhang mit denen das für mich genutzt und es hat einen riesen Unterschied gemacht. Gerade auch, ich habe im ersten Mal nicht im Ansatz so viele Medikamente dann auch gebraucht und du hast einfach auch gemerkt, der Körper regeneriert sich so viel schneller, als ich hatte unter dem Zeitpunkt, wo ich gegessen habe. Ja. Hier noch eine Frage. 60 Stunden Fasten heißt absolut keine Kalorien in dieser Zeit, oder doch? Nein, also ich habe tatsächlich keine Kalorien zugeführt. Also ich habe mit exogenen Ketonen gefastet. Das ist das Einzige, was es in dieser Zeit gab. Das heißt, ich habe wirklich bewusst kein Essen zugeführt. Ich hatte lediglich exogene Ketone, Wasser, nicht gesüßten Tee. Also das war alles, was ich in dieser Zeit zu mir genommen habe, in diesen 60 bis 72 Stunden. Aber ich habe sonst jetzt auch keine Gemüsebrühe oder derartiges genutzt. Gar nicht. Ja. Ja, hier noch ein Kommentar. Gesund ernähren, auch jemand, der Lymphknotenkrebs hat, bitte ernährt euch gesund, aber ab und zu ein Cheat Day. Ich weiß nicht. Also ich persönlich würde es nicht machen, aber ja, ich war auch nie in der Situation. Du hast genickt, Ilona, was würdest du sagen, ja? Also, jemand, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe auch viele Krebspatienten kennengelernt, die mir gesagt haben, boah, also nee, so kann ich nicht leben, das ist ja für mich keine Lebensqualität. Also man muss dazu sagen, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, dann finde ich, es gibt so tolle Alternativen. Ich meine, Florence ist ja jemand, die prädestiniert ist an Rezepten, was Keto angeht, wo du sagst, wow, wenn ich diese Keto-Rezepte koche oder tatsächlich auch, wenn ich mal das Bedürfnis habe, Kekse zu essen oder so, also quasi wirklich zu cheaten, also sage ich, ich möchte was Süßes essen, sind die natürlich gigantisch lecker an dieser Stelle, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Aber es ist was, wo ich sage, also wenn du es machst, dann bin ich jemand, der sagt, mach dir bewusst, was du tust. Also zum einen sei dir darüber im Klaren, was macht dein Blutzuckerspiegel, was bedeutet der erhöhte Blutzuckerspiegel, der Konsequenz für dein Insulin, was bedeutet das für dein Zellwachstum. Wenn du jemand bist, der ein Thema hat mit Metastasen, dann bin ich ganz klar jemand, der sagt nein. Und wenn du es tust, dann sei dir darüber im Klaren, dass die Wirkung in deinem Körper sehr viel drastischer ist, als du dir vielleicht im ersten Step ausmalst. Ich bin nicht päpstlicher als der Papst, auf gar keinen Fall. Aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung, die man trifft. Deswegen, ich bin absolut bei dir. Bei mir gibt es wirklich selten irgendwelche Cheat Days. Also das definitiv nicht. Aber das liegt einfach auch nur daran, dass man, wenn man einmal das, also ich auch für mich sage, ich war da einmal mit drin und ich lege überhaupt keinen Wert auf eine Wiederholung dieses Kapitels meinerseits, sage ich dir ganz ehrlich. Und es gibt aber viele, die sagen, hey, wenn ich mal ein Stück Kuchen esse, ja, es ist vollkommen legitim und es ist auch eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Ich bin nur jemand, die sagt, verlier es nicht aus den Augen. Also mach nicht mal da eine Ausnahme, mach mal da eine Ausnahme und plötzlich bist du wieder voll in deinem Modus, sondern mach wirklich mit dem Bewusstsein, dass es auch für den Körper wirklich eine Rolle spielt. Wow. Das sind eigentlich super Schlussworte, würde ich sagen. Wir haben uns das Thema Krebs und Keto vorgenommen. Du hast am Anfang auch über deine Histaminunverträglichkeit gesprochen. All das, was du jetzt erlebt hast, macht dich natürlich zu einer Expertin. Vielleicht jetzt nicht eine Expertin, wie man so deutsch sieht, so mit der Ausbildung und Zertifikat und Zertifikat und Zertifikat. Die ich aber habe. Du hast auch Zertifikate, definitiv. Und vor allem, also meiner Meinung nach, man sieht halt, wie viel Herzblut du reinsteckst, also wie du dich dauernd damit beschäftigst, wie du dich selbst reingearbeitet hast. Ich finde es super und ja, vielleicht finden wir für dich noch einfach ein, zwei Berater aus dem medizinischen Bereich, mit denen du da einfach unterstützen kannst. Hier auch herzlichen Dank von den Zuschauern Vielen lieben für die vielen Dank. Infos. Und es ist natürlich keine komplette Abhandlung. Mach das, 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 das und das, 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 das funktioniert. Aber gerade beim Thema Gesundheit ist der wichtigste Punkt, die Selbstverantwortung nicht abzugeben. Also da bin ich ganz, ganz stark dafür, dass man dann sagt, Mensch, ich muss mich da selber ein bisschen drum kümmern. Auch bei mir gerade wieder ein Fall in der Familie, wo im Krankenhaus ist, wo einfach Fehler gemacht worden sind. Und zwar, wo ich sage, Gott, wie geht so etwas, ja? Also da muss man leider, und das ist halt so diese Wunschvorstellung allgemein im Leben, man sagt so, ich gebe mich dahin und dann wird sich um mich gekümmert. Ja, so sollte es sein, aber es ist halt leider fast nie so. Und es ist gar nicht so der Vorwurf, dass da jemand nicht sein Bestes tut, aber wir haben halt einfach nicht unbedingt das beste System,
wie alles ineinander greift. Denn oft greift halt gar nichts ineinander und jeder macht halt die eine Sache, die er gerade macht. Also, und es sind auch viele, die natürlich im System arbeiten, die darunter extrem frustriert sind und nach Lösungen suchen. Aber ja, das Leben leichter wünschen wir uns alle. Absolut. Aber ja, am besten umgeben mit Menschen, die sich auskennen, mit Menschen, die die Reise schon gemacht haben und dann einfach auch zweite, dritte, vierte Meinung einholen, gerade bei so Themen, die halt ja so in so viele Richtungen es Empfehlungen gibt. Ja. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich bin auch jemand, die sagt, also ich weiß, dass Krebs eine Diagnose ist, die unter erstmal zu einem Schockzustand vielleicht für den einen oder anderen führen kann, wo man auch sagt, vollkommen zu Recht an dieser Stelle. Ich bin absolut jemand, der sagt, wow, bitte, bitte übernehmt die Verantwortung dafür, denn es mag sein, dass man wirklich auch sagt, geh. Also du hast die Schulmedizin, du hast die Natur, du hast die Möglichkeit, komplementärmedizinisch zu arbeiten. Du kannst dich da wirklich unterstützen lassen, aber es gehört definitiv auch diese Säule der Ernährung dazu. Und es geht nicht darum, nur einfach zu sagen, wenn der Arzt dir empfiehlt, mach einfach alles so weiter wie bisher. Nein, dann hinterfrage es. Also gib diese Verantwortung nicht ab. Ich kann dir das auch nur, wie der Andi schon gesagt hat, ans Herz legen. Denn es ist tatsächlich, also so blöd sich das anhört, das mag jetzt eine blöde Floskel von mir sein, aber bei uns Frauen oder gerade in Bezug auf Brustkrebs ist es einfach noch so, dass viel zu viele Frauen daran sterben. Viel zu viele junge Frauen, wenn man sieht, was da so nebenher alles läuft und wie viel Patientinnen da jedes Jahr dazukommen, wo man sagt, wow, da stellst du dir die Nackenhaare auf. Und es ist schon so, dass man sich diesen ganzheitlichen Ansatz wünschen würde. Da bin ich voll dabei. Der fehlt leider total. Deswegen musst du für dich diese Aktivität auch einfach selbst so ein bisschen aufbringen. Und du bist halt einfach nur ein Patient. Also es ist, du bist einfach nur ein Patient für einen Arzt. Und wenn es am Ende halt für dich bedeutet, dass es nicht gut ausgeht, dann bist du der Patient, der die Quittung dafür kriegt und nicht der Arzt. Also deswegen bin ich auch ganz klar jemand, der sagt, wow, bitte, bitte übernimm die Verantwortung, hinterfrage, such dir Leute, gerade wenn es um das Thema Keto geht, wo du sagst, hey, die sind sattelfest, die können dir helfen. Klar, immer nach Rücksprache mit dem Arzt, aber das ist wirklich was, wo ich für mich auch sagen kann, das war für mich super wertvoll, diese zwei Frauen, die ich ganz am Anfang treffen durfte, die mir so viel mitgegeben haben, wo ich auch sage, ich weiß nicht, wo ich wäre ohne die zwei. Auch wenn die eine leider inzwischen nicht mehr unter uns weilt, muss ich sagen. Aber auch da, warte. Dein Kopfhörer ist gerade noch Ja, abgehauen. einer ist hier abgehauen, der ist aus dem Ohr geflogen. Ja. Jetzt, ich habe ihn wieder. Ja. Also das ist definitiv was, wo ich sagen muss, es macht eine ganze Menge mehr Sinn und da nicht nur auch auf den Arzt zu vertrauen, sondern sich wirklich auch Leute zu suchen, die das durchgemacht haben, die dir einfach auch viel Info geben können, wo du sagen kannst, nimm's mit und mach's dir vor allem zunutze. Also das ist noch viel wichtiger. Genau. Super. Liebe Ilona, ich werde das Ganze jetzt abspeichern. Ich mache dich zum Co-Autor. Ich würde es gerne in den Podcast laden und Ja, dich sehr natürlich gerne. markieren. Und wenn jemand Fragen hat, darf er sich dann einfach bei dir melden. Klar, jederzeit gerne. Das Wissen, was ich habe, teile ich auf jeden Fall mit jedem Einzelnen. Und wenn es jemandem hilft, dann habe ich alles richtig gemacht. Ach, prima. Vielen, vielen Dank und dir einen schönen Abend noch in Deutschland Ebenfalls, und bis ebenfalls. ganz, Liebe ganz Grüße bald. auf die Bahamas. Ja, Mach's gut. mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.